Heute besprechen wir, wie du Top-Mitschriften in der Schule machst und im Unterricht richtig mitschreibst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. In der Schule richtig mitzuschreiben ist natürlich extrem wichtig, dass du deine Sachen am Start hast, dass du auch wirklich deinen Kopf in das ganze Stofferlernen integrierst und da wirklich auch mit am Start bist. Deswegen, ohne lang zu quatschen, lass uns direkt in den ersten Tipp reinstarten. Erstens, leg die Grundlagen. Das bedeutet, zum einen solltest du natürlich aufpassen, um überhaupt zu verstehen, was der da sagt, dass du es auch aufschreiben kannst. Und zweitens brauchst du natürlich auch die Materialien, um das Ganze aufzuschreiben. Deswegen leg da auch den Fokus drauf, versuch's nicht in den Basics zu verkacken, aber darüber werden wir nicht mehr sprechen, weil ich wirklich mir auch als Ziel gesetzt habe für den ganzen Content hier, dass wir in aller kürzester Zeit den allergeist Content raushauen. Und zwar nicht nur Tipps, die du dir sowieso schon selbst sagen kannst, sondern wirklich immer Next Level, Next Level, Next Level, Next Level. Deswegen challenge mich da gern auch in den Kommentaren. Leo, Next Level, Next Level. Weil ich wirklich mittlerweile extrem lang auch an der Vorbereitung für das jeweilige Video sitze, weil ich mir wirklich überlege, okay, ihm jetzt zu sagen, okay, du musst mit dem richtigen Stift schreiben und so weiter, das ist sinnlos. Ich will euch wirklich den allergeisten Content geben, an den ihr selbst nicht denken konntet. Und deswegen wirklich, das ist meine Challenge. Challenge mich da gerne. Und genau mit diesem Thema kommen wir schon zum zweiten Tipp, weil das ist wirklich eine Sache, die fast niemand macht. Das habe noch nicht mal ich selbst in der Oberstufe gemacht, sondern habe ich mir erst durch viel Erfahrung jetzt mit euch, noch Austausch mit euch und auch sehr viel eigenes Überlegen, bin ich da erst drauf gekommen. Und zwar, immer bevor ein Hefteintrag angefertigt wird, solltest du bevor, ich sage nicht danach, davor, dir bewusst sein, worum es darum konkret geht. Das bedeutet, du solltest den Lehrer, weil die meisten sagen es, ich sage einfach, okay, heute besprechen wir Mechanik. Ja, und dann geht das einfach los. Und dann schreibst du halt, schau halt, was so rumkommt. So lernt aber unser Gehirn nicht. Sondern unser Gehirn lernt in Struktur. Das bedeutet, frag den Lehrer gleich am Anfang, okay, was besprechen wir jetzt genau und was sind die Inhalte? Das heißt, versuch's am besten, nicht so, dass du jedes Mal nachfragen musst, sondern versuch's gleich mit dem Lehrer zu etablieren, dass er euch immer einen kurzen Überblick darüber gibt, was macht ihr jetzt? Sodass du es auch wirklich verstehst und im Prinzip die ganze Gliederung drauf hast. Das bedeutet, wenn du es richtig machst, solltest du, bevor der Lehrer irgendwas zum Thema sagt, solltest du schon die Grundstruktur der gesamten Stunde oder des gesamten Hefteintrags aufschreiben können, aber eben nur abstrakt, das heißt ohne Informationen, weil die hast du nicht, die wollt ihr erst lernen. Aber das weißt, okay, beispielsweise heute besprechen wir die 5 Säulen der Demokratie und da hast du die Säulen, und dann am Ende gibt es noch eine Zusammenfassung, so dass du das einfach schon weißt. Weil dann kannst du dein Gehirn im Prinzip schon darauf ausrichten. Weil unser Gehirn versucht immer nur Informationen, die es neu bekommt, in einen gewissen Kontext einzusetzen. Und wenn die Informationen, aber wie es in der Schule ja leider meistens ist, einfach nur dahin geworfen werden, dann gibt es gar keinen Kontext und das Gehirn tut sich extrem schwer, das Ganze überhaupt einzuspeichern. Und auch von der Anfertigung her tust du dich natürlich viel leichter, wenn du vorher schon weißt, worauf der Lehrer im Prinzip hinaus möchte. Als dritten Punkt. Versuch dich unbedingt nicht, sage ich ausdrücklich, nicht zwangsläufig daran zu halten, was der Lehrer da vorne hinzeichnet. Weil, wie gesagt, unser Kopf lernt immer in Struktur. Aber nicht nur in irgendeiner Struktur, sondern in deiner Struktur. Das bedeutet, wenn der Lehrer das so und so aufzeichnet, muss es nicht bedeuten, dass es für dich auch das Ideale ist. Und wenn du dann nicht einer von denen bist, die ganze Zeit nur aufschreibt, ja, kennt ihr das, wenn ihr in so einer Doppelstunde beispielsweise vielleicht in Biologie so richtig lange Sachen aufschreibst und du einfach nur noch Wort für Wort und gar nicht mehr checkst, worum es genau geht, sondern du schreibst einfach nur Wort für Wort für Tafel ab, genau dann machst du es komplett falsch. Sondern versuch im Prinzip das, was der Lehrer an die Tafel schreibt, als Wissensquelle zu sehen und du versuchst dann in deine eigene Struktur nicht umzuprogrammieren, aber im Prinzip umzuarbeiten, dass du wirklich im Prinzip deinen Kopf durchläuft und dann aufs Blatt geht. Nicht nur Auge, okay, verstehe ich und dann schreibst hin, sondern durch deinen Kopf durch, du versuchst wirklich zu verarbeiten und dann im Prinzip in deiner Struktur aufzuarbeiten. Ein ganz simples Beispiel dafür, das ist jetzt wirklich nur sehr, sehr einfach, ihr könnt es natürlich in die jeweiligen Fächer noch in die Tiefe gehen. Einfaches Beispiel wäre beispielsweise, wenn der Lehrer einen Zeitstrahl an die Tafel macht und dann macht er das hochkant, weil er dann daneben ganz ausführlich die Punkte schreibt. Für euch beispielsweise wäre es bei mir so, ich muss mir einen Zeitstrahl immer so vorstellen. Horizontal also. Und dann zeichne ich mir noch horizontal aus. Und deswegen versuche ich da so ein, weil das ist für mich dann wirklich ein Streber, der, ich muss es aber so machen. Nein, du musst es so machen, dass es für dich funktioniert. Deswegen zeichne ich es dann so auf und dass du das einfach wirklich so hast, dass es passt. Viertens, wenn du dann diese eigene Struktur von dir hast, musst du trotzdem ja auch die Informationen, die der Lehrer dir gibt, eintragen. Und die, auch wenn schon deine eigene Struktur ist, bitte auch nicht so simpel von, okay, das, dann schreibst du einfach alles in der gleichen Farbe und alles im gleichen Stil auf, fertig.
sondern versuche wirklich auch die Information zu gewichten. Das bedeutet, die aller elementarsten Hauptwörter, die würde ich beispielsweise fett machen oder bunt markieren, dass du im Prinzip in einem Blick, wenn du beispielsweise später nochmal lernst, siehst, okay, das, darum geht's. Und dann kannst du auch die ganzen Sachen, die du zusätzlich dazu gelernt hast, damit assoziieren. Deswegen sind eigentlich Mindmaps auch so gut. Mindmaps sind nicht ganz so gut, deswegen werde ich dazu auch nochmal ein Video machen, wie du im Prinzip Mindmaps auf Steroiden entwickelst. Aber wenn du das einfach schon mal machst und dann weißt du, okay, das sind die Hauptbegriffe, da kannst du die anderen Sachen, die du zusätzlich dazu lernst, damit verbinden. Deswegen auch im Prinzip dein ganzes Skelett, sage ich immer, das bedeutet, ist eigentlich fast das gleiche wie die Struktur. Wenn du die mit Inhalten füllst, will ich auch diese Inhalte möglichst knapp halten. Das bedeutet, was habe ich mir beispielsweise aufgeschrieben, wenn der Lehrer hinschreibt, das Molekül aus Sauerstoff und Wasserstoff, dann kann man es ja auch schreiben, das ist schon so ein dreiviertelter Satz. Anstattdessen würde ich mir beispielsweise einfach das Molekül aufzeichnen, also einfach nur drei Kreise und dann ein H und zwei O ist ja, glaube ich. Ich hatte nach der 10. keine Chemie mehr. Ihr könnt mich ja in den Kommentaren verbessern, falls so falsch ist. Aber versteht ihr, dass du einfach nur dieses Zeichen hast und du guckst drauf, ah ja klar, das ist ein Molekül aus H und O, ist halt H2O. Ja, sagt ihr schon, also müssen es zwei H sein. Immer selbst nachdenken. Genau, weil wenn du das hast, du kannst alles so krass komprimieren. Das heißt, wo manche dann vier Seiten schreiben, hast du alles auf einer halben, viel kompakter, aber in deiner Struktur mit gewichteten Informationen, weil du dann beispielsweise, das ist noch der anschließende Punkt dazu, die ganzen Side Notes, das bedeutet, wenn der Lehrer irgendwas noch zusätzliches sagt, das würde ich mit dem Bleistift einfach da rumschreiben oder an die Seite. Aber so, dass du im Prinzip diesen Kerninhalt von den Bonussachen wirklich trennst und du, wenn es darum geht, wirklich auch effizient für die Klausur dann zu lernen oder für eine Ex, dass du wirklich nur die Hauptpunkte anschaust und dann vielleicht im Nachhinein nochmal so die Side Notes anschaust, dass du da dann zusätzlich noch was dazu sagen kannst, aber dass du wirklich einen richtig, richtig klaren Fokus hast. Dann fünfter, einfacher, aber wirklich lebensrettender Tipp, und zwar, mach diese Zusammenfassungen immer komplett. Es ist natürlich logisch, dass wenn du in der Stunde sitzt, dass du es dann auch komplett machst. Aber solltest du es beispielsweise mal nicht schaffen, weil du keinen Bock hast, das geht gar nicht. Du musst wirklich, zieh das durch. Diese Zusammenfassung macht dir wirklich durch. Das wird nämlich auch anstrengend. Das ist noch ein zusätzlicher wichtiger Punkt. Das wird auch anstrengender sein, anstatt einfach nur durchzurechnen was oder abzuschreiben, was der Lehrer macht, sondern das selbst auch zu kriegen. Das wird wesentlich anstrengender sein. Das heißt, eure Kognition wird viel stärker beansprucht und werdet auch schneller ermüdet sein. Deswegen allgemein einfach fit sein, gesund ernähren, Sport machen, Meditation und so weiter. Aber auch darüber hinaus, wenn du das auch, wie gesagt, nee, ich mache das nur weiter und ziehst es durch, dann kann es immer mal sein, dass beispielsweise der Lehrer überzieht und die Stunde abbricht und ihr schnell weiter müsst. Versuch wirklich diese Zusammenfassung, die du dir ja selbst wirklich schreibst, so schnell wie möglich nachzuholen, weil sonst vergisst du es einfach und kannst es auch selbst nicht mehr so eingliedern, wie es strukturell sinnvoll ist, weil du ja selbst vergisst, wie das Ganze eigentlich aufgebaut ist. Deswegen unbedingt, wenn es nicht von der Zeit her reicht, Bild mit dem Handy machen, zur Not, wenn es nicht erlaubt ist, YOLO, dann verlierst du halt dein Handy, wenn es ist, und holst es dir einfach einen Tag später ab oder am gleichen Tag noch länger, dürfen sie es, glaube ich, eh nicht behalten. Oder such dir jemanden, der es vielleicht fertig geschafft hat, wenn es wirklich jetzt an dir lag, dass du da, dass du auch viel mehr überlegt hast als die anderen, nicht mal ganz fertig geworden bist. Versuch dir auf jeden Fall auf einen von den beiden Arten und Weisen den Stoff zu holen und versuch ihn dann auch wirklich schnellstmöglich in deine eigene Struktur zu integrieren. Das bedeutet, in der nächsten Stunde, wenn die vielleicht auch nicht so wichtig ist, versuch die da noch schnell zu schreiben. Wenn du sowieso eine Pause hast, mach das. Wenn du nach Schule aus hast, versuch nicht sofort zum Bus zu rennen, außer es ist ein extrem wichtiger Bus und du bist ein Dorfkind und musst sonst 3 Jahre warten, bis der nächste fährt. I feel you. Dann versuch nicht sofort zum Bus zu rennen oder weiter mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren, sondern versuch wirklich sofort, das noch nach der Schule, nach Schulende noch schnell fertig zu machen, dass du es einfach kompakt hast. Das ist super, super entscheidend. Und dann noch als zusätzlichen krassen Bonustipp, den ich jetzt immer öfter ab und zu in den Videos mal geben möchte. Wenn du es schaffst, deine eigenen Zeichen und Formeln fast schon in deiner Aufschreibweise aufzubauen und für dich selbst zu entwickeln, wirst du unfassbar viel Zeit und auch unfassbar viel Lernaufwand ersparen. Was meine ich damit zum Beispiel? Ein kleines Beispiel war davor schon das mit dem Molekül, das anstatt auszuschreiben, das Molekül aus Sauerstoff und Wasserstoff, einfach nur das hinzuzeichnen, weil du guckst drauf, siehst, okay, Sauerstoff, Wasserstoff, boom, hast du. Das ist beispielsweise ein geiles Zeichen, was du für Chemie anwenden kannst. Aber das gilt auch für alle anderen Fächer. Beispielsweise, einfaches Beispiel an der Stelle, damit es jeder versteht, ein Pfeil mit zwei Strichen, also machst zwei Striche und dann den Pfeil darüber, das setze ich nur
ausschließlich nur ans Ende von so längeren Aufschriften, beispielsweise in Geschichte oder Religion, wenn es lange um irgendeine Geschichte geht, oder dann war das, dann war das, dann war das, oder das lief so und so und so und so. Dann mache ich am Ende immer so einen Strich, mit so, also zwei Striche mit einem Pfeil, was dann so einen fetten Pfeil ergibt. Und was ich dann hinschreibe, ist im Prinzip immer die schlussendliche Folge, das Resultat oder das Ergebnis aus dieser ganzen Sache davor. Und dann muss ich beispielsweise nicht mehr, wie viele andere dann schreiben, Ergebnis oder daraus folgt oder sonst irgendwas. Beispielsweise auch Mathe, wenn du irgendeinen Formelbeweis hast und dann daraus folgt. Ich schreibe nicht mehr daraus folgt, sondern einfach nur Pfeil, Strich, Strich, Pfeil, Boom. Das ist mein Abschluss-Zusammenfassungs-Ergebnis-Ding. Und da muss ich dann nämlich, das hier ist nämlich der Hack an dem Ganzen, du musst dich nicht mehr mit den Verbindungen des ganzen Inhalts auseinandersetzen, weil die Verbindungen sind für dich immer gleich. Das bedeutet, egal, ob das jetzt Geschichte, Mathe oder Deutsch ist, wenn dieser Pfeil kommt, wie ich ihn eben gerade beschrieben habe, dann kommt danach immer die Zusammenfassung oder das, was daran auch gefolgt ist. Das heißt, da muss ich mich mit Gedanken machen, oh, das ist so und so und dann kommt das, sondern ich sehe das ja direkt in meinem Heft. Das bedeutet, du hast alle Verbindungen automatisiert und musst dich nur noch auf den Inhalt konzentrieren und hast im Prinzip fast schon deine eigene Zeichensprache, wodurch du extrem viel Platz, Zeit und auch Energie sparst. Und dadurch kannst du wirklich so viel effizienter lernen als auch alle anderen und schlussendlich natürlich bessere Noten erzielen. In dem Sinne, denk dran, ich glaube immer an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. What the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me. Especially if it's my dream.